Stellen Kinder, die sie auf der Straße aufgreifen. Professionelle Drogenhändler, vor allem arabischer Herkunft. 8 Jahre alt, 11, maximal 13. Denn unter 14 sind sie in Deutschland nicht strafmündig. So können die Behörden ihnen nichts, auch weil sie keine Papiere haben. Ziemlich ungestört also verkaufen die kindlichen Dealer Rauschgift im Auftrag ihrer Großfamilien, die den Drogenhandel organisieren. Der Rechtsstaat muss da leider draußen bleiben. Kein Zugriff auf die Drahtzieher, frustrierte Polizisten. Stefanie Hein und Bettina Warken über die Ohnmacht des Staates mitten in der Hauptstadt. Hier in der U-Bahn der Linie 8 sind sie zu Hause. Die Drogenhändler und ihre Kunden. Heimliche Aufnahmen zeigen, hier unten kennt man sich, weiß, wer dazugehört. Das alles findet auch unter den Augen der Polizei statt. Verdeckte Ermittler sind hier regelmäßig unterwegs. Jahre dabei, auch unser Informant. Er will unerkannt bleiben. Jugendliche Drogenhändler, darüber reden die Behörden nicht gerne. U-Bahnhöfe sind sehr geeignet für den Drogenhandel. Sehr anonym, sehr mobil. Hier sehen wir einen Konsumenten, der wahrscheinlich gerade Geld übergibt an den Händler. Nun begibt er sich in die U-Bahn und erhält das wahrscheinlich telefonisch bestellte Heroin in kleinen Portionen und entfernt sich kurz danach wieder. Seit ich in diesem Bereich tätig bin, sind kontinuierlich Kinder und Jugendliche im Straßenhandel eingesetzt, die teilweise auch immer jünger werden. Schon lange kämpft die Polizei einen aussichtslosen Kampf gegen die Drogenhändler. Wenn es zu viele Kontrollen gibt, wechseln die Dealer einfach ihre Standorte. Das System ist einfach. Die Älteren kassieren das Geld, machen die Kontakte. Die jungen, strafunmündigen Kinder übergeben die Drogen. Selbst wenn die Polizei zugreift, bleibt sie machtlos. Sie muss die Kinder zurück zu ihren Familien oder ins Kinderheim bringen. Und dann geht das Spiel von vorne los. Die Polizisten sind frustriert, ganz klar, weil sie die Kinder festnehmen und sie nach 3 Stunden schon wieder auf dem Bahnhof sind, manchmal sogar wieder auf dem gleichen Bahnhof, wo sie kurz vorher festgenommen wurden. Es gibt eine Art Resignation. Man ignoriert diese Missstände. Man versucht sie gar nicht mehr zu realisieren, weil einen das natürlich kaputt machen würde, wenn man sich das jeden Tag vor Augen führt. Man darf das brennende Haus nicht löschen. Das ist frustrierend. Dieser Junge, nennen wir ihn mal Jamal, ist Berlins bekanntester Drogendealer und er ist nach seinen Angaben 11 Jahre alt. Mehr als 12 Mal hat die Polizei ihn schon festgenommen und ins Heim gebracht. Und jedes Mal hat Jamal beschlossen, dass ihm der Drogenhandel mehr bringt als die Schule. In Deutschland hat Jamal von den Behörden nichts zu befürchten, das hat er schnell gelernt. Er ist ein unbegleiteter Flüchtling, kam angeblich ohne Eltern allein ins Land. Wie hat er den Behörden nicht verraten? Nur, dass er keine Papiere hat. Auch das ist Alltag für den Fahnder. Die Karriere eines Heroinhändlers beginnt mit der Einreise. Man behauptet, keinen Pass zu haben, macht sich noch ein bisschen jünger bei der Ausländerbehörde und beantragt Asyl. Die verstorbene Jugendrichterin Kirsten Heisig kannte das Problem. Bei ihr landeten die Jugendlichen, wenn sie strafmündig geworden sind. Gerade 14 Jahre alt hatten die meisten schon ein langes Strafregister. Davor wollte Kirsten Heisig die ganz Jungen bewahren. Gestern erschien ihr Buch Das Ende der Geduld. Darin heißt es, Zitat: Der neueste Trend der Banden ist übrigens, Jugendliche unter 14 heranzuschaffen. Das hat den besonderen Charme der nicht drohenden Bestrafung. Sie kommen zum Beispiel aus dem Libanon. Wir machen uns auf Spurensuche in die Flüchtlingslager rund um Beirut. Die Palästinenser hier dürfen nicht arbeiten, bekommen keine offiziellen Papiere. Wir treffen Rola Badran. Sie arbeitet für eine Menschenrechtsorganisation und hat selbst erfahren, wie die Schleuser in die Lager kommen und die Jugendlichen regelrecht anwerben. Es ist leicht, Jugendliche zu finden, die ihr Land verlassen wollen für eine bessere Zukunft. Viele von ihnen haben auch schon versucht, es auf offiziellem Wege zu tun, aber ihre Anträge werden abgelehnt. Und wenn der Antrag abgelehnt wurde, versuchen sie es eben auf anderem Weg. Das nutzen die Schmuggler aus. Rola Badran weiß, dass auch Kinder unter 14 Jahren von den Schmugglern rekrutiert und auf den gefährlichen Weg geschickt werden. Mit dem Schiff erreichen sie ein Land und werden von dort weitergeschleust. Es hängt davon ab, was die Schmuggler mit den Kindern ausgemacht haben.
In Deutschland werden solche Kinder zuerst in offenen Heimen wie diesem untergebracht. Schulbesuch und Sprachkurs inklusive. Das Jugendamt übernimmt in der Regel die Vormundschaft. Doch die Behörde kann kaum einen daran hindern, abzuhauen und zu dealen. Das nutzen kriminelle Clans. Das habe ich selber schon erlebt, dass Kinder im Drogenhandel eingesetzt werden. Wenn die Kinder erwischt werden, sind sie ja strafunmündig und die Jugendlichen rechnen fest mit der Milde des Jugendstrafrechts. Auch der Berliner Innensenator ist machtlos. Selbst strafmündige und verurteilte Täter bleiben in Deutschland. Eine Abschiebung ist nicht möglich. Früher haben wir immer gesagt, wir versuchen sie wieder dorthin zurückzubringen, wo sie herkamen. Ich glaube, dieser Versuch ist gescheitert. Der Libanon hat zwar mit uns ein Rückführungsabkommen unterschrieben, nimmt aber alle diese Personengruppen ausdrücklich aus. Das heißt, es hilft uns gar nichts. Insofern werden wir sie hier in unsere Gesellschaft irgendwo integrieren müssen und werden sie an die Pflichten und die Rechte dieser Gesellschaft gewöhnen müssen. Von der Illusion hat sich die Polizei längst verabschiedet. Sie hat allein in diesem Jahr 26 Dealer unter 14 Jahren festgenommen. Kriminalität statt Integration. Offene Heime sind für diese Kinder keine Lösung, so die Haltung vieler Polizisten. Deshalb fordern wir als Gewerkschaft auch, dass sie in geschlossenen Heimen untergebracht werden, damit sie erstmal aus dem Milieu rauskommen für eine ganze Weile und die Kollegen auch mal das Gefühl haben, dass mit den Kindern was passiert. Geschlossene Heime aber lehnen die verantwortlichen Politiker ab. Ihr Ausweg, die Insel. Ein Heim in der Uckermark, weit weg von der Großstadt und der kriminellen Szene. Wer hierher kommt, ist zwar jung, aber keineswegs harmlos. Berlins bekanntester Drogendealer ist wieder mal abgehauen. Immerhin soll jetzt das Alter des angeblich Elfjährigen mit einer ärztlichen Untersuchung festgestellt werden. Doch selbst wenn Jamal 14 und damit strafmündig wäre, Folgen hätte das kaum. Man nimmt Straftäter fest und der Richter lässt sie wieder frei. Meist erstmal zur Haftverschonung und später dann nach der Gerichtsverhandlung auf Bewährung und das frustriert. Die Kollegen bei Gerichtsverhandlungen, bei denen sie als Zeuge auftreten, bleiben nicht mal mehr bis zur Urteilsverkündung, weil sie das schon kennen, weil sie das besonders frustriert. Deutsche Hunde, so Hurensohne, ja? So Hunde sind. Herr Bundespräsident, darf Sie nun bitten, den Eid zu leisten. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden werde, Schaden von ihm wenden werde, Schaden von ihm wenden werde, so wahr mir Gott helfe.